Ja, moin zusammen. Nachdem es jetzt 2 Tage durchgeregnet hat, wirklich nervig. Aber der Wagen springt wieder an. Mal vorfassen sozusagen. Habt ihr gerade gesehen. Ist ordentlich was rausgekommen aus der Geschichte. Mit dem Drosselklappenreiniger etc. Ja, heute sind die Türen dran. Und zwar diese Geschichte hier. Insbesondere habe ich da vorne so ein bisschen, also es ist ein mikroskopisch kleinen Kantenrost entdeckt. Na, wie gesagt, die Kotflügel sind hier geschweißt. Hier oben geht es wieder. Na, hier unten sieht man es ein bisschen an der Kante, aber ist wirklich harmlos. Viele haben Fluidfilm empfohlen. Nehme ich nicht. Ich habe 2 Autos gesehen, die mit Fluidfilm komplett zusammengerostet sind. Und ich bleibe lieber bei den guten alten Hausmitteln. Das ist mir zu heikel. Ja, Fluidfilm verträgt sich nicht mit allen Grundlacken. Und nicht mit allem, was irgendwo in Hohlräumen ist. Ich weiß, das sind so Modemittel. Aber ich muss die nicht haben. Ich nehme bewährtes. Das ist mir wesentlich lieber. Also wie gesagt, ich habe bei Fluidfilm gesehen, wie Autos zusammenrosten. Branto habe ich Autos gesehen, die komplett zusammengerostet sind. Ich habe hier eins stehen, was so Hohlraum versiegelt wurde und da ist kein Boden mehr drin. Also ne? Britische Hersteller zum Beispiel lässt man damit am besten in Ruhe. Wie zum Beispiel Land Rover. Ja. Ich habe einige Leute gesehen, die haben alles Mögliche versucht mit den Autos und ich bleibe bei meinem Mittel, ATF und Fett. Ja, man kann, wenn man irgendwo in Foren fragt, wenn man 3 Leute fragt, kriegt man 10 Meinungen. Das ist das Problem, weil die Erfahrungswerte einfach nicht mehr da sind. Ne? Mein Vater hat seinen Käfer noch so versiegelt, dass er Altöl einen Unterboden geschmiert hat, ist dann staubigen Feldweg gefahren, dann nochmal Altöl, nochmal einen staubigen Feldweg und so weiter und so weiter. Das Auto ist quasi rostfrei auf den Schrott gegangen. Vor allen Dingen Rahmenkopf etc. Käfer braucht man nichts, das kennen wir ja. Da war gar nichts. Also die alten Mittel sind vielleicht ökologisch nicht so hundertprozentig in Ordnung, aber effektiv. Da liegt der Haken. So, die Türdichtung selber ist komplett unauffällig. Ja, die ist okay. Die kann man mal pflegen. Dafür gibt es Mittel, Gummipflege, Glycerin etc. Dann hier Fangband etc. Scharniere. Ja, eine große Reinigung und dann geht das los. Dann haben wir hier natürlich Mooseintrag ohne Ende. Der Wagen stand draußen, was ihm wahrscheinlich den Hintern gerettet hat. Garagenfahrzeuge sind nicht immer gut. Wenn man das Fahrzeug nass in eine Garage stellt und die Feuchtigkeit wird nicht vom Wind weggeweht. Also ein Carport ist meistens effektiver. Deswegen. Wir haben also hier und da etwas an Verschmutzung. Also wie gesagt, die Dichtung einmal sauber machen, pflegen. Hier hinten, wo das Fenster nicht oft rauf und runter gekurbelt wurde. Das lassen wir jetzt auch. Haben wir Moos. Und hier richtig verkrustet. Bei der Gelegenheit machen wir das hintere Fenster auch gleich mit. Ja, Wind ist noch ein bisschen da. Aber Gott sei Dank ist nach 2 Tagen jetzt der Regen weg. Nachdem er das Wochenende. Der Sommer und sollte zurückkehren. Hat sich das Wochenende gedacht, nö. Ja, das nächste Problem, Keycode. Ich habe keinen Keycode für das Radio. Ich muss das Radio rausschmeißen. Nachdem ich jetzt die Batterie rausgenommen habe, um den Batteriehalter zu entrosten, habe ich jetzt das Problem, dass ich das Radio nicht mehr ankriege und ich finde auch keinen Code. Übrigens ein super Tipp hier mit den Nieten. Witzigerweise ist das Radio bei Ford auf der Rückseite verschraubt. Zu früh gefreut.
Ja, das hat keine Kassette, kein gar nichts. Am Anfang habe ich gesagt, oh, ein Kassettenradio, weil hier ein Kassettenfach drin ist. Nö, das ist nur ein Radio. So, jetzt suche ich ein zeitgenössisch wertvolles Radio. Ja, schauen wir mal. Blaupunkt Bremen vielleicht oder sowas. Ja. Nee, das sollte wohl passen. Jetzt muss ich nur noch mit der vierfach gebrochenen Hand auf der Rückseite dieses Radios die Schraube losschrauben. Wie gesagt, Keycode, ich habe alles durchsucht, ich finde nicht. Aber wie gesagt, ist auch nicht wichtig, weil nur Radio ist dann doch ein bisschen langweilig. Also so ein bisschen Boney M-Kassette ist schon ganz lustig. Na, schon mal so ein Ding fährt. Ne? Ja. So, die Seite machen wir dann einmal komplett sauber. Und dann ja, fangen wir an. So, nachdem der Lack jetzt richtig sauber geschrubbt wurde, wir reden in dem Fall von, ich habe ganz normales Spülmittel genommen und dann den damit abgeschrubbt. Hier haben wir einen leichten Streifschaden. Sieht man das? Ja, ich denke, das sieht man. Einen leichten Streifschaden nach hinten weg. Das könnte ein Hund gewesen sein. Sieht man, ne? Ja. Okay. Hier sind wir mit den üblichen Kratzern von Schlüsseln und Fingernägeln dran. So. Hier ist jetzt komplett sauber. Ja gut, da ist noch ein bisschen drin, aber wie gesagt, das wird gleich neu gefettet. Die Rückseite auch. Ja, wie gesagt, die Türen sind im hervorragenden Zustand, deswegen hier kann man auch mal mit Wasser durch. Das trocknet schon wieder, keine Angst. Ne? Auch das, was hier in der Fußmatte gelandet ist. Ne? Ein Auto ist schnell trocken. Und bei Elektronik brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen bei dem Wagen. Ja. Ach so, ja. Das Türschloss auch mal komplett entfettet. Kommt neues Fett rein. Ne? Nichts ist schlimmer als verharztes Fett. Ne? Guckst du hinterher blöd. Wenn es im Winter alles einfriert und stockt und weiß der Teufel. Und so ein Auto kann durchaus auch im Winter fahren. Das macht dem nicht viel. Ja. Das ist wie gesagt, gerne auch mal mit der Lanze hier drunter halten, unter diese Gummis. Hier verstecken sich tonnenweise Steinchen. Dreck, Steine und andere unliebsame Überraschungen. Das Moos komplett raus. Deswegen Spülmittel hilft super dabei. Einmal ab, nass machen den Wagen, einmal abreiben mit Spülmittel und dann mit der Waschlanze einmal durch. Ja. Ich denke, das haben wir jetzt alles sauber. Ja. Jetzt kommt das übliche Prozedere, Kratzer entfernen. Hier haben wir zum Beispiel welche. Ja, passiert halt, ne? In 30 Jahren, wie man hört, der Wagen ist komplett fettfrei. Also kann ich mir das diesmal schenken mit dem Entfetter. Das ist, ja, ich denke, er ist fertig für die erste Behandlung. Und dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, so ein Auto kriegt halt über die Jahre einiges ab. Aber das ist einer der ersten guten Lacke, die Ford gebracht hat. Vorher beim 1er Sierra kann ich mich gut erinnern, da hat er sich gut geschält. Ja, Klarlack ist immer ein Problem. Aber bei dem hier mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn ich immer hier so gucke. Jetzt zieht er jetzt nicht scharf. Das ist sehr, sehr, sehr gute Qualität vom Lack her. Ja. Das hier ist Wasser. Ne, ist gute Qualität. Beim 1er, wie gesagt, da ist echt der Klarlack teilweise so runtergeblättert. Deswegen sind die meisten Überlebenden auch himmelblau. Das war der beste Lack. Außerdem waren die verdammt häufig himmelblau, habe ich so das Gefühl. Also alle, die ich sehe, sind himmelblau. Gefühlt. Ja,
Haube hat auch Kratzer. Halten sich aber in Grenzen. Auch hier, das war wohl offensichtlich ein Hund. Böser Hund. Lackfehler, Kratzer. Ja, wie gesagt, das bleibt nicht aus. Ist immer noch ein 30 Jahre altes Auto. Das wollen wir nicht mal nicht vergessen. So, jetzt hole ich mir die Poliermaschine raus und dann schrubben wir drauf los. Ja, bevor die Weltgleiche untergeht. Ja, jetzt haben wir diese Lackqualität hier. Ja. Und dann kommen wir zu der vorherigen. Also die meisten Kratzer sind rausgegangen. Hier war Hundi. Man sieht es noch ganz winzig. Der Streifschaden ist auch so gut wie weg. Man sieht alles, was den Lack ausmacht wieder. Ja. Ich denke, damit kann man leben. Man sieht jetzt auch einen Farbunterschied. Na? Jetzt arbeiten wir uns nach vorne. Wenn denn das da nicht irgendwelche Ergebnisse liefert, die wir nicht haben möchten. Muss jetzt nicht sein. Nicht schon wieder. Ja. Gummipflege. Ganz wichtig. Da komme ich gleich zu. Das hier ist noch schön geschmeidig. Das darf auch gerne so bleiben. Ja. Ja. Und das hier kriegt jetzt einen ordentlichen Schuss Waffenöl. Und ja, man kann Gummiteile mit Waffenöl pflegen. Man kann sogar Haut damit pflegen. Macht Gummi geschmeidig. So. Der Kapillareffekt macht den Rest. Wird schön reingedrückt. Ja. Kann gerne unten ein bisschen rausquillen. Damit haben wir dieses Ding jetzt auf jeden Fall versiegelt. So, jetzt reiben wir das Ganze ab. Und dann werden wir sehen, man sieht es hinterher auf dem Lack nicht mehr. Wie gesagt, Waffenöl zur Fahrzeugpflege, tolles Zeug. Auch gerne hier hinten mal einmal durchgehen und auf dem Gummi, wird man sich wundern, was da noch alles runterkommt. Das Auto kommt gerade frisch aus der Waschanlage und man macht ihn nochmal sauber quasi. Naja, das ist einfach so. Das löst wirklich einiges. Das wird jetzt noch ein bisschen raustropfen. Bleibt nicht aus. Ist aber auch nicht schlimm, weil wie gesagt, das ist biologisch abbaubar. Reinigt, schützt und pflegt. Deswegen nehme ich das seit, na, frag mich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, mein Opa hat das schon verwendet, das Ballistol. Das ist einfach so. Und die haben es einfach einmal richtig gemacht, ne? Was die anderen Produkte von der Firma angeht, ich habe keinen blassen Schimmer, ob die was taugen. Braucht ihr mich nicht fragen. Ich habe noch nichts ausprobiert. Nur Ballistol habe ich immer da. Ein paar Dosen. Ja, ich denke, der Wagen lässt sich auf jeden Fall, ne, wenn man jetzt hier guckt, ja, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, ne? Ich verlinke euch die Sachen nochmal. Und morgen mal gucken, ob die Autos nicht schön werden. So. Als nächstes mache ich die Tür. Noch eine Tür, Kotflügel. So, diese Seite einmal komplett. Dabei filme ich jetzt aber nicht nochmal. So, nochmal ein bisschen abtupfen hier. Wie gesagt, das reinigt auch gleich. Hier sieht man noch so einen Schleier. So, der ist jetzt auch weg. Ich sag ja, ich mag das Zeug einfach. Ist richtig, richtig gut. Der Wagen ist 30 Jahre alt geworden. Da muss er jetzt nicht auf den letzten Drücker anfangen zu rosten. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Das wäre extrem ungeil. Ja. Ich schrub mal da durch. Als nächstes machen wir uns an die Türen. Beziehungsweise ans Türinnere. Bis gleich. So. Ich denke, so kann er sich sehen lassen. Die offensichtlichen Kratzer sind alle weg.
Insekten sitzen drauf. Das sind die schwarzen Stippen. Ja. Sieht gut aus. Ja. Waffenöl, auch für Plastik. Ich benutze es so. Muss jeder selber wissen. Ja. Draufsprühen, einreiben. Sieht wieder schön gesättigt aus. Ja. Türgriffe genauso. Ich benutze das für alles. Ich habe auch die Stoßleisten unten damit gemacht. Ja, auch hier drauf und dahinter. Ja, dahinter ist auch reichlich. Ja, einfach mit der Lanze draufsetzen, durchsprühen. Ja. So. Außen sind wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir nach innen. Die Scharniere sind natürlich jetzt furztrocken. Das ganze verharzte Fett und so weiter ist runter. Jetzt habe ich ein reguläres Haftschmierfett. Gerne ein bisschen mehr, da wo Fett ist, rostet es nicht, ne? Die Innenseite der Tür, da kommt man sowieso nicht dran. Von daher ist das ziemlich egal. Lieber das Haftschmierfett. Ja, auch einmal in die Sicke, wo der Kotflügel aufliegt. Wie gesagt, der ist geschweißt, das ist ein Sonderfall. Ja, so. Jetzt haben wir hier die Einstiege. Wie gesagt, Waffenöl riecht durchaus, ist mir bewusst, gewöhnungsbedürftig. Aber die Wirkung überzeugt einfach. So, jetzt gehe ich mit dem Waffenöl. Hier ist natürlich so eine Leiste aufgeklebt. Ne? Die ist aufgeklebt. So, jetzt gehe ich hier einmal durch. So, jetzt nehme ich mir nochmal einen Lappen. Schön hier hinter durchreiben. So. Das ist doch, ne, hübsch. Das kann man natürlich auch, wie gesagt, ich weiß, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, verfliegt aber auch relativ schnell. So, das kann man jetzt innen auch nochmal machen. So. Sieht gut aus, ne? Ja, die Problematik ist natürlich, unter solchen Leisten gammelt es gerne. Aber wie gesagt, Pflege ist alles. Hier sind Abläufe, wie man sieht. Ja, so eine kleine Sicke, das ist ein Ablauf, dass alles schön trocken gehalten wird. Ist das immer schön. So. Bei der hinteren Tür kommen wir natürlich super dran. Von vorne. Einmal hier. Einmal da. Das schäumt sich richtig schön in den Hohlraum rein. Also in den Zwischenraum. Fangband. Auch gerne hinter den Fangbandhalter. Alter, schwer aus dem Wort. Ein bisschen dahinter. Von hier aus auch die Scharniere ein bisschen. So. Ja, klingt gut, ne? Ja, stimmt, das Schloss. Ist natürlich trocken. Das kriegt jetzt auch ein bisschen davon. Aber nicht hier auf die Schließe. Ne? Lieber dahinter. Und hier drunter. Problem an der ganzen Sache ist, ihr habt da natürlich den Fanghaken da vorne. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ihr mit mehr Kleidung dran vorbeikommt. Muss man sich nicht unbedingt versauen. Deswegen ordentlich und satt davor und dahinter.
Ne? So, hört sich das schon viel besser an. Hier machen wir das gleiche. Drunter und dahinter. So. Ist doch schön, oder? So möchte man eine Tür hören. Ja, das konnten die Autos in den 90ern noch. Heute mache ich einen Mercedes zu und denke mir, was ist das für eine Blechdose? 210er G noch und dann kam nichts Sinnvolles mehr. Mit der Zeit, ne? Als sie neu waren, hören die sich alle gut an. Aber 210er ging noch und dann wurde es echt eng. Ja, ich denke, hier auf dieser Seite haben wir jetzt wieder einen ordentlichen Gebrauchtwagen. Erinnert nichts mehr an einen Oldtimer und nicht an ein Verbrauchtfahrzeug. Wir wollen ja gerne verbraucht, diese Fahrzeuge. Wir haben wieder einen schönen Lack. Das hier, die Schäden reduzieren sie auf ein Minimum. Keine Fingernägel mehr. Hier auch nicht. Wie gesagt, die Produkte verlinke ich euch wieder. Sind wirklich gut. Ich nehme immer das Gleiche. Im Grunde genommen ist das alles, was ihr fürs Auto braucht, um es wieder auf die Reihe zu kriegen. Deswegen, kauft euch Oldtimer, beziehungsweise Autos, die jetzt kurz davor stehen, Oldtimer zu werden. Und genießt Steuern und Versicherung für 250 Euro im Jahr. Ich rede von Vollkasko, ne? Also ich bezahle 60 Euro. Ich habe schon nachgefragt für den hier, wenn er 30 Jahre ist. 60 Euro Steuern und Versicherung. Ach, Versicherung mit Vollkasko. 60 bis 65 Euro. Es kommt auf die Kilometer an. Wenn man mit 9000 Kilometern auskommt, also noch ein Alltagsfahrzeug hat, dann wird es noch ein bisschen billiger. Ja. Von daher, mal gucken, dass das ein ordentlicher Oldtimer wird. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Er sieht richtig gut aus. Auf dieser Seite schon mal. Klar, ne? Die Roststellen habe ich jetzt nicht übersehen. Ne? Ich habe nur mal den Lack aufbereitet. Die Stoßstange muss sowieso runter. Ich sehe schon, dahinter ist auch ein bisschen was. Das machen wir natürlich weg. Ne? Hier muss auch nachgearbeitet werden, aber bitte, ne? Wir reden immer noch von einem 30 Jahre alten Auto. Ich erinnere an VW Touran, Baujahr 2005, 2006, 2007. Ne? Ich habe eine Heckklappe da hinten liegen, von so einem Auto. Dagegen ist das hier hochqualitative Fahrzeugtechnik. Ja. Okay. Ich denke, mit dieser Seite sind wir fertig. Mit dem Video sind wir jetzt auch durch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.